Okay, Dr. Auge, dieser Spaziergang ging jetzt doch ein bisschen viel zu lange, muss ich sagen. Wir müssen jetzt ganz schnell nach Hause, bevor wir uns noch erkälten oder was auch immer. Oh. Oh. Hey. Entschuldigung, ich will nichts kaufen, das ist alles okay. Hey, du da. Nein. Psst, komm mal hier rüber. Mann, was ist denn los? Hallo? Okay. Hey, yo. Guten Tag. Pass auf. Hör mir zu. Ich höre dir ja zu. Du musst mir einen Gefallen tun. Was ist denn los? Guck mal da. Guck mal da, siehst du das gelbe Haus da drüben, Mann? Das gelbe Haus da drüben? Das Haus von der Oma, meinst du? Ja, ja, die alte Schachtel. Ach, hey, ist eigentlich eine nette Oma. Kannst du mir da was drinne, kannst du mir da drinne was rausholen? Was meinst du genau? Ich werd dir auch eine kleine Belohnung dafür geben, wenn du da reingehst und bring mir den Ball. Den Ball von der Oma klauen? Genau, da drinne ist ein Ball und ich will ihn unbedingt haben. Und wenn du mir den bringst, kriegst du von mir vielleicht ein bisschen Zaster, Knete, versteht sich. Ich kann das Geld wirklich gut gebrauchen, muss ich sagen. Okay, hör zu. Ich bring dir den Ball, okay? Aber nur diese eine Sache. Ein Ball ist ja nicht schlimm. Sie wird ihn wahrscheinlich nicht vermissen. Ich bin gleich wieder da, okay? Alles klar. Okay, alles klar. Oh, die Oma darf mich nicht sehen. Ich geh mal lieber hier seitlich entlang. Hier sind nämlich keine Fenster. Ich glaube, ach hier, in der Küche hat sie den Ball. Okay, ich gehe einfach nur hier rein, zack, schnapp mir den Ball und die Sache ist gegessen. Das wird sie bestimmt nicht mal vermissen. Okay, ganz entspannt. Das ist ganz leicht verdientes Geld. Uiuiui. So. Oma, oh, sie guckt, ja, jetzt guckt sie gerade weg. Okay. Hey, du, hier ist der Ball. Rein damit. Ach, gib her, ich schmeiß ihn dir da rein. Bitteschön. Okay, ich hab's zugemacht. Alles klar. Gut. Okay. Jetzt möchte ich nur noch mein Geld haben. Komm, gib her den Zaster. Wir sind noch nicht fertig, Mann. Was? Was meinst du mit, wir sind noch nicht fertig? Ich hab nicht gesagt, du kriegst sofort dein Geld. Ich brauche noch ein bisschen weiter deine Hilfe. Oh nein, was? Und was muss denn noch sein? Los, komm, steig ein. Ich hab noch ein paar Aufträge für dich. Noch ein paar Aufträge? Oh Mann, ich wollte aber nur eine Sache machen. Oh Mann, wohin fahren wir denn? Ich möchte eigentlich... Wohin wir fahren? Ja, ich möchte nur mein Geld eigentlich haben. Dein Geld, das kriegst du schon. Keine Sorge, ich bin ein guter Geschäftsmann. Oh nein. Aua. Upsa. Oh Mann, jetzt baust du... Wir stellen uns hier hin. Oh Gott. Wir tarnen uns einfach... Was machen wir denn am Supermarkt? Wir tarnen uns einfach als ganz normaler Wobbly Delivery. Und ich will, dass du da reingehst und mir was Neues organisierst. Verstehst du? Was soll ich dir denn organisieren, Mann? Okay. Okay. Hey, ich wollte eigentlich nur die Sache mit dem Ball machen und danach mein Geld bekommen, Mann. Was soll das jetzt? Ich kann nichts mehr klauen, hören Sie zu. Also, ich bin da raus. Kannst du mal leise sein? Hörst du mir zu? Okay. Sei leise. Ich bin ja da. Okay. Also, ich will, dass du da reingehst. Ja? Dort gibt's einen ganz besonderen Laden und da drinnen gibt es ein Auto. Ein Auto? Das bringst du hierher. Ein Auto, ein richtiges kleines Auto. Das bringst du hierher. Ich brauch das. Oh, okay. Aber das ist das Letzte, was ich dann klaue, okay? Wenn du das sagst. Oh Mann. Okay, ich bin gleich wieder da. Mach Hände. Okay. Ein Auto? Ich muss ein Auto im Supermarkt klauen. Oh Mann. Okay, ganz entspannt. Ich bin einfach ein ganz normaler Typ, der hier einkaufen geht. Ganz normaler Wobbly mit meinem kleinen Haustier zusammen. Habe ich nicht recht, Dr. Auge? Es ist alles entspannt. Oh, der Verkäufer ist gerade gar nicht da. Hey, das Ganze ist ja total einfach. Hey, da sind die Autos. So. Oh ja, das ist es. Oh. Ganz vorsichtig. Oh Mann, dieses Auto gibt viel zu schnell Gas. Das muss ich... Ich fahre es nur Test. Muss es nur Test fahren hier. Alle Leute werden denken, ich bin nur ein kleiner Testkunde, der hier versucht, irgendwie sein Spielzeug fertig auszuprobieren. Und in echt fahre ich hier aber ganz schnell entlang. So. Und da bin ich. Haha, so. Und jetzt hast du dein Auto, na? Was sagst du? Mach's in die Karre los. Was? In die Karre? Oh Mann. Mach hinne. Okay. Wie soll ich das denn überhaupt aufheben, Mann? Das ist viel zu schwierig.
Oh, das ist ja viel zu schwer, um das zu klauen, Mann. Das wiegt doch 1 Million Tonnen hier. Oh, ich glaube, du musst das wegfahren oder so. Okay, pass auf. Was? Hör mir zu. Wir treffen uns bei Pablo am Antiquitätenladen. Du nimmst den Truck und ich fahre hier mit dem Ding. Was? Am Antiquitäten? Oh, Mann. Was ist mit meinem Geld? Ich will mein Geld. Oh, Mann. Oh, Mann. Dieser Typ sagt die ganze Zeit, dass ich immer mehr und immer mehr klauen soll. Der gibt mir mein Geld gar nicht. Oh, Mann. Okay, okay. Antiquitätenladen. Oh, der ist doch eigentlich auf der... Oh, nein. Das ist im Stadtinneren. Ich will aber nicht ins Stadtinnere gehen mit diesem Typen, der mich die ganze Zeit zum Klauen überredet. Oh, Mann. Oh, Mann. Dr. Auge, wir sind schon die ganze Zeit hinter diesem Antiquitätenladen. Oh, Sir. Oh, hey. So, kriege ich jetzt eigentlich endlich wieder mein Geld zurück, Mann? Warum fährt das Auto denn so schnell? Was? Stopp. Okay, also wir sind jetzt beim Antiquitätenladen und du hast deinen Ball und du hast dein Auto. Okay. Ich habe jetzt schon genug geklaut, eins, Mann. 2, 3. Was vier, zählst du da? 5, 6, 7. Es fehlt noch etwas. Was fehlt? Es fehlt noch... etwas aus diesem Laden hier vorne. Aus dem Laden da vorne? Etwas, was ich schon ganz, ganz lange suche. Du musst aufpassen. Links und rechts ist alles videoüberwacht. Was? Oh nein. Ich will nicht videoüberwacht werden, Mann. Hör zu. Was denn? Darin befindet sich ein Goldring. Ein Goldring? Der dickste und fetteste Goldring, den du jemals gesehen hast. Ich will, dass du mir ihn bringst. Den Goldring bringen? Oh Mann. Los! Okay. Da rein in den Antiquitätenladen. Bring mir den Ring. Okay. Einfach nur in den Antiquitätenladen reingehen und einfach den Ring klauen. Also es gibt einen Ring hier vorne und der Ring da hinten liegt direkt an der Theke. Okay. Ich gehe einfach rein und versuche einfach mein Bestes. Guten Morgen! Hallo! Guten Tag, werte Verkäufer. Ich schaue mich nur mal um. Oh ja, das sind aber schöne Uhren. Ja, ja, wirklich schön. So, ich guck mal, was wir da noch haben. Sieht, eine Pinball-Maschine, okay. Und diese Dinger da, ein Burger, ein Ring, eine Flasche und was war das? Hey, da steht ein Polizist, Mann. Da steht ein Polizist. Und er hat irgendwie diese Ren... Okay. Okay. Ich muss jetzt irgendwas tun. Okay. Ich hoffe... Oh. Hey. Er hat ein bisschen die Sirene an. Okay, ich muss... Ich stehe einfach so, als ob ich mir den Ring genau ansehe. Hoffentlich fährt er weg, Mann. Hoffentlich fährt er weg. Komm schon. Ich gucke mir nur den Ring an, wie ein ganz normaler Kunde. Okay. Alles klar. So, wenn jetzt keiner guckt... Gehe ich jetzt hier raus und alles ist gut. Oh nein, da steht der Polizist noch. Warum steht er da noch? Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, er fährt weiter. Okay. So, einfach hier weg. Okay, einfach hier weg. Okay. Ich hab den Ring. Meine Güte, ich hab Rein den da. Ring. Was? Oh nein. Los, renn da. Okay. Hat jemand gesehen? Oh, ja. Ich glaube, ich wurde gesehen. Da war ein Polizist. Dieser Polizist hat die ganze Zeit Ärger gemacht. Oh Mist, okay, egal, lass die Karre stehen, komm rein. Okay. Willst du fahren oder? Okay. Oh. Ich fahr. Okay. Wohin fahren wir jetzt? Sind wir fertig? Ich muss mein Geld wieder haben. Ich möchte jetzt einfach nur mein Geld Sei haben. Sei ruhig! Oh. Was ist denn wir jetzt wieder uns ein los? Ein bisschen konzentrieren jetzt gerade. Was oh meinst Mann, du? Wenn uns die Polizei auf den Fersen ist, das ist keine gute Sache. Die Polizei ist eine Katastrophe, Mann. Oh, Mann. Okay, wir fahren jetzt zu Paradise Island. Paradise Island? Ist da mein Geld, was du mir gibst für Hau den Ball? Ab, Mann. Und für den Ring? Der Ring hat locker 500 Wobbly-Dollar gekostet, den ich dir da gerade geklaut habe. Du hast sie nicht geklaut, du hast sie nur unerlaubt geliehen. Unerlaubt geliehen? Oh, Mann. Was machen wir hier in dieser reichen Gegend? Entschuldigung, was machst du denn jetzt? Okay, ich will hier nur parken, Mann. Steig aus! Was ist denn okay, los, Mann? Siehst du dieses wunderbare große Haus hier? Das wunderbare große Haus? Ich hab noch einen Auftrag für dich. Einen Auftrag?
Da drinne ist ein riesengroßer Fernseher. Ein riesengroßer Fernseher? Ich will, dass du mir diesen Fernseher bringst. Und zwar in dieses Auto. Oh Mann. Wie soll ich da rein? Du hast schon den... Hey, was? Wir haben das schon mit dem Auto ein bisschen verkackt. Deswegen los, rein mit dir. Oh Mann, wie soll ich denn da reinkommen? Was meinst du, warum ich so geparkt hab, Mann? Bist du dumm? Mann, okay, ich kletter. Okay, ich bin auf dem Auto. Okay, also, hör zu, das ist das Letzte, was ich jetzt tun werde, okay? Es reicht. Ich gehe jetzt rein. Oh Mann. Bist du da hochgekommen, Mann? Ich komm gleich raus, ich hol den Fernseher. Pass auf, guck zu, dass du die Tür irgendwie aufbekommst, okay? Ich bin gleich wieder da. Einfach nur reingehen und einfach den Fernseher klauen. Ganz entspannte Sache. Okay. So. Oh mein Gott, da ist die Polizei. Oh mein Gott, ich verstecke mich unterm Tisch. Oh, ich muss mich unterm Tisch verstecken. Okay. Oh, alle Rock. So. Okay. Wo ist der? Es wurde berichtet, dass hier ein Ring geklaut wurde von einem gelben Wobbly. Check, verstanden. Ich bin ihm auf der Schliche. Muss hier irgendwo sein. Okay. Hab ich dich! Schnell weg. Mist. Oh Gott. Dr. August, versteck dich. Okay. Dr. August, komm. Bist du unterm Tisch? Er kommt. Hier sind Fußabdrücke. Nein. Ich muss jetzt hier runtergehen. Schnell. Was soll ich machen? Wo ist der Fernseher? Da ist der Fernseher. Okay. Okay. Officer ist im Dienst. Ich bin gerade in einer Hausdurchsuchung. Verstanden? Over. Oh Gott. Okay. Ich hab den Fernseher. Was soll ich machen? Der ist über mir. Ich bin dem Wobbly Dieb auf der Schliche. Oh Gott. Ich muss jetzt irgendwie an ihm vorbeikommen. Er ist über mir. Wo ist er? Okay, er ist im zweiten Stockwerk. Okay. Ich muss jetzt hier nur noch rauskommen. Er darf mir nur den Eingang nicht abklemmen. Ganz entspannt. Ich muss jetzt einfach nur leise rauskommen. Wo ist er? Ist er hier irgendwo? Oh nein, da ist das Polizeiauto direkt davor. Okay. Ah, er ist doch nicht auf dem Balkon. Gibt es einen Wo Seil? Ist der? Okay. Ich gehe durch die Garage raus. Okay. Ich hab den Fernseher, Leute. Okay. Ich muss jetzt hier schnell abhauen. Schnell raus hier. Okay, Mann. Ich hab den Fernseher. Was machen wir? Oh nein. Rein mit der guten Ware. Oh Mann. Da ist ein Polizist drin. Ich schwör's dir. Da in dem Haus war Mach ein Polizist drinne. Okay. Ring, Ball, Auto. Ich hab alles geklaut. Okay, es reicht jetzt. Ich klau nichts mehr. Das war's. Also ich bin raus, Mann. Okay. Du kannst das Kann Geld behalten. Kann es vielleicht sein, dass du egal. Ein Undercover-Polizist bist? Ich? Ein Undercover-Polizist? Ich habe hier schon einen Fernseher gerade geklaut aus einem fremden Haus, Mann. Irgendwie vertraue ich dir nicht so ganz. Oh, Mann. Fahr mich einfach nach Hause, okay? Es reicht mir. Ich bring dich an einen viel besseren Ort. An einen viel besseren Ort? Hey, fahr mich einfach nur nach Hause. Es ist okay. Ich möchte einfach nur dorthin, wo ich eigentlich vorhin hinspaziert bin. Das hat mir gereicht. Ich möchte einfach nur chillen, okay? Das ist mir hier zu viel. Mann, wohin fährst du, Verrückter? Du fährst wie ein Wahnsinn. Ich bring dich an einen viel, viel besseren Ort, Mann. An einen viel, viel besseren Ort? Warte. Oh, am Strand? Also, ich will nicht mit dir an den Strand gehen, um ganz ehrlich zu sein. Das reicht mir. Also, du kannst mich auch einfach nach Hause fahren. Hey, sei ruhig, Mann. Was Wir denn? Gehen noch nicht an den Strand. Wir müssen nur ganz vorsichtig sein. Was? Ganz vorsichtig? Hey. Okay. Ich steig aus. Also, hast du ein Boot? Also, wollen wir auch ein Boot zusammen, Also, ich habe noch nicht ein Boot, aber das ist deine Aufgabe jetzt. Was? Und zwar siehst du die Yacht da hinten? Da? Die Yacht da hinten? Aha. Wir müssen sie entern, damit wir hier wegkommen. Da willst du mir sagen, dass ich diese Yacht jetzt alleine einfach klauen soll? Das kann ich nicht machen, Mann! Wie, du kannst es nicht machen? Du hast schon so viel geklaut. Oh nein, ich komme sowas das von ins Gefängnis, Mann. Das ist nichts anderes als dieses billige Bällchen, was du von der Oma geklaut hast. Das ist gar nicht wie der Ball, den ich geklaut habe. Das ist viel größer. Das ist eine riesige Yacht, die kostet 1 Million Wobbly-Dollar.
Nein, Mann. Geh da jetzt hin und hol die Yacht. Und wo soll ich sie dann hinbringen? Ich bring sie dann einfach hierher, ja? Du kannst sie hier rüberbringen, genau da. Okay. Wir sehen uns dann gleich da rechts, gell? Ja, Mann. Alles klar. Bis später, Mann. Oh, Mann. Ich mach das hier ganz simpel. Einfach nur kurz reingehen und dann einfach schnell das Boot klauen. Ich muss einfach ganz entspannt hier am Fischer vorbei. Hallo, Fischer. Nee, ich klau hier nichts. Ich bin hier nur zum Vorbei. Ich möchte nur ein bisschen so gucken. Okay. Einfach nur hier weiter. Das Boot ist es nicht. Okay, ein bisschen weiter, ein bisschen weiter. Okay. Ich glaube, dieses Boot ist es. Okay, jetzt muss ich einfach nur ganz tief durchatmen. So, ganz tief durchatmen. Und einfach aufs Boot einsteigen und damit wegfahren. So, okay. Das ist mein Job. Ich gehe rein. Ich bin schon drin. Hab ich dich! Hey! Tagelange Suche. Aber jetzt hab ich dich. Hey, warte. Ich wollte hier nur spazieren gehen. Alles, was sie sagen wird und kann gegen vor sie Gewicht verwendet werden. Oh, Mann. Oder sowas. Sie sind festgenommen. Festgenommen? Sie sind festgenommen, sie wobbly Dieb. Ich bin kein Dieb. Ich bin ein Ehrlicher. Ich sag's Ihnen. Oh, Mann. Los, holen Sie mich hier raus, schnell. Oh, Gott. Ich wollte nur dieses Boot klauen. Oh, Mann. Nein, Sie sind jetzt verhaftet. Ab mit Ihnen hinter die schwedischen Gardinen. Oh, wow. Okay, toll. Jetzt sind wir im Gefängnis. Vielen Dank, du kleiner Räuber. Ey, das ist deine Schuld, Mann. Das ist meine Schuld? Du hast gesagt, ich soll nur einen Ball klauen. Du hast mir mein Geld nicht gegeben, du Arsch. Ich bin jetzt hier im Gefängnis. Mann. Und ja, geh mal weg. Ich muss jetzt hier erstmal ein dickes Ei legen. Oh, Mann. Es hat sich überhaupt nicht gelohnt, den Ball zu klauen. Klauen ist wirklich total unnötig, Mann. Oh, Mann. Und jetzt sitze ich hier mit diesem Räuber zusammen in einer Zelle fest. Das ist gut. Okay, Leute. Ach, ich würde euch nicht empfehlen zu klauen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Das war's mit Wobbly Life als Verbrecherleben. Das war ganz schön stressig. Oh, Mann.